Herzlich willkommen zu einem neuen Experiment zum Thema Doppler-Effekt. Was benötigen wir hierfür? Ein Plastikrohr. Ganz einfach. Mit diesem Plastikrohr werden wir nun einen Ton erzeugen. Das Ganze machen wir, indem wir es zum Rotieren bringen. Und dann werden wir sehen, was passiert. Schauen wir es uns an. Das hat doch ganz gut funktioniert. Was ist dabei geschehen? Die Erklärung dafür finden wir im sogenannten Doppler-Effekt. Das Rohr erzeugt durch die Rotation einen konstanten Ton. Wichtig dabei ist es, die Rotation gleichmäßig und mit konstanter Geschwindigkeit durchzuführen. Bewegt sich nun der Ton, also die Quelle, auf den Beobachter, uns, also den Empfänger, zu, nimmt die Frequenz auch zu. Dadurch wird der Ton höher. Bewegt sich die Quelle, also der Ton, von uns weg, nimmt die Frequenz ab und der Ton wird tiefer. Um das Ganze auch noch anders zu veranschaulichen, habe ich noch etwas mitgebracht. Was ist das? Dieser Aufbau besteht aus einem Lautsprecher, den wir hier sehen, und einen Frequenzgenerator. Dieses Gerät erzeugt einen konstanten Ton, circa bei 1000 Hertz. Auch hiermit können wir den Doppler-Effekt nachweisen, indem wir den Lautsprecher zu rotieren bringen. Auch hier haben wir wieder den Doppler-Effekt. Bewegt sich der Lautsprecher, die Quelle, auf den Empfänger zu, nimmt auch die Frequenz zu und der Ton wird höher. Das gleiche oder umgekehrt ist es auch, wenn die Quelle sich vom Empfänger wegbewegt. Dadurch nimmt die Frequenz ab und der Ton wird tiefer. Schön zu hören. Falls Sie diesen Aufbau nicht zu Hause haben und auch zufällig kein Plastikrohr zu Hause finden und Sie möchten diesen Versuch unbedingt nachmachen, kann man das Ganze auch mit dem guten alten Smartphone machen und einer Schnur. Sie benötigen dafür nur noch einen konstanten Ton, den Sie sich beispielsweise auf YouTube herunterladen, binden mit der Schnur das Smartphone fest und beginnen es zu rotieren. Ja, falls Sie jetzt Lust bekommen haben, diese Experimente nachzumachen, wünsche ich viel Spaß. Danke fürs Zusehen. Auf Wiedersehen.